Lasst uns doch mal über die Apple TV Plus Serie mit Chris Evans und Michelle Dockery in der Hauptrolle sprechen, die nicht bloß sehr dramatisch, sondern unglaublich wertig ist. Und damit geht es hier jetzt um Verschwiegen. Glücklich leben die Barbers in einem Vorort von Massachusetts. Vater Andy ist seit 2 Jahrzehnten stellvertretender Bezirksstaatsanwalt und einer der Besten in diesem Job. Seine Frau Laurie kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder und ihr gemeinsamer Sohn Jacob lebt etwas zurückgezogen, was aber im Teenageralter durchaus normal ist. Doch dann kommt es zu einem Verbrechen. Ein Mitschüler Jacobs wird tot aufgefunden und rasch nimmt Andy die Ermittlungen auf. Dabei treten nach und nach Hinweise zutage, die die Vermutung aufbringen, dass Andys eigener Sohn hinter dem grausamen Mord stecken könnte. Und so dauert es nicht lange, bis sich die Gemeinschaft abwendet, Gerüchte die Fakten dominieren und eine einst so glückliche Familie in den Abgrund getrieben wird. Verschwiegen im Original, Defending Jacob, hat 8 Episoden, die so zwischen 50 und 65 Minuten circa lang sind, ist ab 12 Jahren freigegeben und läuft auf Apple TV Plus seit dem 24. April und wurde dann episodenweise veröffentlicht. Das ist eine Dramaserie mit einem Chris Evans in der Hauptrolle, dem es gut tut, eine solche Rollenwahl zu haben. Nach Knives Out auf der großen Leinwand hier in einer ganz feinen Produktion, was generell auch immer die Wertigkeit von den Apple TV Plus Formaten angeht, egal ob Morning Show, C oder andere, die haben immer einen unglaublich wertigen Look und setzen einfach auf wenige Produktionen, die dafür aber eine gewisse Qualität mit sich bringen. Das mal, was die reine Optik und das Handwerk angeht, da werde ich auch noch drauf eingehen. Und darüber hinaus ist das hier eine Geschichte, die für mich in den 8 Episoden dieser Miniserie nie vorhersehbar wirkte, immer sehr, sehr spannend war, wirklich ganz, ganz fein besetzt wurde und vor allem ich auch einfach wegbingen konnte und dachte, oh Mann, das ist eine coole Nummer geworden. Verschwiegen, Defending Jacob, definitiv eine Empfehlung von mir. Und generell lohnt es sich bei Apple TV Plus aus meiner Sicht mal immer wieder in Produktionen reinzuschauen, weil die eben nicht auf Masse statt Klasse, sondern umgedreht setzen im Durchschnitt. Da bin ich einfach gespannt, wie sich diese Streaming-Plattform eher noch als verlängerter Arm von Apple vielleicht für die Vermarktung für Apple TV und auch bestimmten Screens und so weiter noch entwickeln wird. Und die haben sich ja auch groß, was Rechte angeht, eingekauft. Und da wird noch einiges Großes kommen, aber das ist mal so am Rande hier erwähnt. Reden wir kurz über den Cast. Chris Evans als Andy Barber, der ist richtig gut, der ist verbissen. Er versucht klar zu sein und einem Auftrag zu folgen, herauszufinden, was hier passiert ist. Und dann, wenn sich das Ganze dreht, das Scheinwerferlicht auf die eigene Familie fällt, nach und nach auch der Hintergrund und von ihm selbst zutage tritt, ist er einem, dem ich auf der einen Seite dieses Vatersein glaube, die Angst glaube und der bereit ist, alles zu tun, whatever it takes. Das ist etwas, was er nicht bloß einmal in dieser Serie sagen wird und ich finde, das ist für ihn auch, was die Besetzung angeht, der richtige Weg weg vom Marvel Cinematic Universe, um, sage ich mal, eine langfristige Schauspielkarriere nicht nur auf der großen Leinwand zu haben, und da geht es nicht immer um das Thema Geld, klar, der hat sicherlich ausgesorgt, aber hier gibt es einfach an dieser Figur so viele Layer und Schichten, dass ich sagen muss, richtig cool, wie er das hier wegspielt. Eigentlich nur geschlagen von einer Michelle Dockery, die habe ich geliebt in Downton Abbey, war auch in The Gentlemen's, war in einer Nebenrolle richtig cool, aber sie spielt hier so ziemlich jeden anderen Charakter an die Wand. Diese Mutter, die liebt, die aber verzweifelt ist, die hinterfragt, die irgendwie gesellschaftlich und auch in den Medien an Konfliktpunkte gelangt im Laufe dieser Serie, die einem wirklich pur unter die Haut gehen und deren emotionalen Stress man ihr auch nach und nach immer mehr ansieht, das spielt hier richtig gut. Da muss ich sagen, eine ganz, ganz große, feine Nummer, Michelle Dockery, macht hier die Laurie Barber zu einer der Figuren überhaupt. Dann Jaden Martell als Jacob Barber, der Junge, um den sich vieles drehen wird. Sehr introvertiert, auch auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir ihn in S erlebt haben. Einige kennen ihn sicherlich noch aus Midnight Special oder The Book of Henry oder andere Filme, aber gerade mit S, glaube ich, einem großen Publikum zugänglich gemacht worden. Hier introvertiert, ängstlich. Ich würde mir da mal ein bisschen was anderes von ihm langsam wünschen, aber er ist natürlich auch noch relativ jung und die Figur, die ist hier so angedacht, die passt eben so, dass du nicht so richtig weißt, okay, was ist denn hier los, was ist passiert? Gerade im Teenageralter ist das Gehirn in Anführungszeichen noch ein bisschen anders verdrahtet, als es später sein wird und deswegen bestimmte Reaktionen und Aktionen vielleicht nicht unbedingt verständlich, aber durchaus normal für Teenager und deswegen passt das hier gut, auch wenn ich mir da mal in der zukünftigen Rollenwahl andere Facetten wünschen würde. Eine Cherry Jones als Joanna Klein, spezialisierte Anwältin, mochte ich, weil sie vorbereitet ist. Sie ist kampfbereit. Sie ist sozusagen eine, die sich gegen das System stimmt, weil auch unter anderem einfach dieses ganze ringsherum Dinge wie Anwälte, Gericht, Strafverfolgung und Gesellschaft sind. Und alles fängt an, immer näher zusammenzurücken und zu drücken rund um diese Frage, was ist passiert? Wer hat hier einen Mord begangen? Und die Wahrheit herauszufinden, dass dann unter anderem noch ein J.K. Simmons irgendwann auftaucht. Das ist eine ganz feine Charakterwahl, weil ich den richtig
ich gerne sehe. Und hier auch mal anders, Achtung, mit anderer deutscher Synchro solltet ihr die deutsche Version schauen, aber der ist immer gut, sowohl auf der Protagonisten- als auch Antagonistenseite und so ziemlich alles dazwischen. Richtig toller Charakter, Mimo, und nicht umsonst Oscar-Preisträger. Rein technisch habe ich gesagt, eine feine Arbeit. Die Farbwahl, die immer so kühl mit einem bläulichen Stich ist, die Kameraeinstellung, die immer lange stehen bleiben, klar auf Drama gesetzt, dass er mit absoluter Ruhe inszeniert und dabei trotzdem eine Spannung aufrechterhält, dass man es zusammen mit einer richtig guten Musik komponiert, die mir immer wieder sehr positiv aufgefallen ist, wo ich dachte, oh, das ist wertig gemacht, das ist umfassend komponiert, nichts aus der Retorte, ruhige, tiefe Klänge, die aber immer wieder dich an einen Punkt bringen und auch die Bilder lange stehen lassen, dass du wissen willst, was passiert jetzt, und das Bild bleibt stehen und bleibt stehen, schönes Zusammen- und Wechselspiel an dieser Stelle. Das Szenenbild, Kleinstadt vor Massachusetts, nicht zu groß, nicht zu klein, könnte irgendwie überall sein. Es ist ansonsten das Milieu von etwas gehobeneren Einkommen, was wir hier grundsätzlich etabliert haben, wirken die Effekte, die es gibt, sehr handgemacht, beziehungsweise sehen gut aus, da will ich aber auch nicht spoilern an dieser Stelle, was es da vielleicht zu sehen gibt, ist Kostüm und Make-up den Figuren eher angepasst und neutral, beziehungsweise ihren Posten untermalen, wenn es dann eben in Richtung Gericht und sowas alles geht. Sage ich am Ende, eine Serie, die für mich extrem wertig ist, was Musik, was Kamera, was Setting angeht, sie entfaltet sich sehr spannend und hat für mich in diesen 8 Episoden tatsächlich keine Hänger drin gehabt, wo ich dann dachte, okay, jetzt kommen wir hier zur Potte, sondern wo ich einfach dachte, okay, schönes Tempo, was ich gerne als Zuschauer mitgegangen bin. Nicht vorhersehbar, spannende Charaktere, die hier auftauchen, die es gibt. Es gibt vielleicht so einen Punkt, wo ich denke, im letzten Drittel, naja, das hätte man vielleicht ein bisschen raffinierter erzählen können, nochmal zum Thema Vorhersehbarkeit. Ansonsten bleibt die Serie auch danach noch diskutierbar und sie ist einfach richtig gut besetzt. Dem habe ich wirklich eigentlich nicht wirklich was Negatives gegenüberzustellen. Und wer eine gut erzählte Mini-Dramaserie zu schätzen weiß, den würde ich verschwiegen, Defending Jacob ans Herz legen, die von mir 9 von 10 möglichen Punkten bekommt und eine richtig coole Nummer geworden ist. Da bin ich am Ende meiner Review zu Defending Jacob verschwiegen auf Apple TV Plus anschaubar. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.